Weiter geht es mit einer neuen charismatischen Folge Under the Waves. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Weiter geht es natürlich, supporten, kommentieren, super wichtig, wenn ihr mich und dieses wundervolle Spiel ein wenig unterstützen wollt. Tägliche Aufgaben erhalten. In der letzten Folge haben wir die Bohrinsel, die oben war, von unten aus gestoppt. Ne? Oben brennt's, unten Ölkatastrophe. Wir haben uns darum gekümmert. Natürlich wird nie jemand erfahren, wer der wahre Held ist und wer hier Menschen und auch Tiere gerettet hat. Wie so oft wird natürlich die Firma den Lob einstreichen. Und wir gehen leer aus. Wenn ich weg bin, könnte ich diesen Ort vermissen. Ach, jetzt lügst du aber. Das ist aber eine Lüge. In diesen Tagen gibt's nur schlechte Nachrichten. Wirklich gar nichts in den News? Wie haben sie das hier runtergebracht? Naja, irgendwie werden sie es runtergebracht haben, ne? Sonst gibt's hier leider nichts. Mal wieder aufstehen. Kaffee ist fertig. Runter damit, glühend heiß, wie immer eben. Müffelt schon. Ich sollte das reinigen. Ruhe in Frieden, Stans Speziallasagne. Ich hab's versucht. Der Müll stinkt, aber I don't give a... Ah, endlich sind die Aufgaben da. Und... Oh, eine Mitteilung von Tim. Team aus Sicherheitsgründen versetzt, verlegt auf Notfallkommunikationsschiff. Aufgaben wie immer. Feuer, das ist ein PR-Desaster. Reinigungsaufgaben, sorry, melde mich später. Immerhin ist er okay. Bin ich jetzt der Botenjunge für die Unichange PR-Abteilung? Zu viele Aufgaben. Erstmal Kaffee. Schon wieder ein Kaffee? Du hast doch... Der hat doch gerade einen Kaffee reingewürgt. Alter Junkie. Laut dem Unitrench-Sprecher ist das Feuer gut unter Kontrolle. Und alle betroffenen Tiere werden von Spezialisten überwacht. Von der Küste hier gesehen sah es kaum nach einem Unfall aus. Das Meer ist ruhig. Und alles scheint gut. Zurück zu dir ins Studio. Ha. Das PR-Team kommt wohl auch ohne mich aus. Tierwelt beeinträchtigt. Mist. Hoffentlich geht's Joe gut. Joe war immer hier drüben. Er sagt nicht, Joe ist weg. Nichts. Kein hey, Joe. Er ist doch markiert. Ich kann ihn von der Zentrale aus verfolgen. Was können wir hier noch machen? Was ist das? New York? New York? Ist das nicht der Eiffelturm? New York? Wie kommst du denn auf New York? Stan? Ganz schön ungebildet. Okay. Finde Joe. Und räum dabei etwas von diesem Chaos auf. Gut, schauen wir mal rein. Finde Joe, räum ein bisschen was vom Chaos auf. Signalempfänger. Also hier sieht alles relativ normal aus. Als hätte es nie eine Katastrophe gegeben. Was macht er da draußen? Da sind lauter verlassene Anlagen in der Gegend. Nicht seine üblichen Jagdgründe. Na, vielleicht macht er ein bisschen Recycling. Wenn das bekannt würde. Die Lecks. Die Unfälle. Die Verseuchung. Die ganze Kohle, die fürs Branding ausgeben. Um ja, aber die selbst... dazustehen. Es würde alles in sich zusammenfallen, wenn das rauskäme. Selbst wenn, wir haben ja gelernt in unserer realen Welt, dass da eigentlich nicht wirklich was passiert. Ne? Daraus wird eigentlich sogar noch ein Gewinn gemacht, weil dann heißt es ja, wir zahlen Summe XY, das holen wir uns aber wieder von den Steuern und dann haben wir hier noch irgendwelche Schadensversicherungen
dann kommen die eigentlich immer ohne irgendein Problem aus der Sache wieder raus. Das ist halt einfach das System, ne? Thorins Höhle. Eigentlich kommen die immer ganz gut davon. War doch letztens auch irgendwas wieder in Amerika, wo irgendeine Chemikalie in den Fluss gegangen ist. Alles irgendwie da drin verseucht und gestorben. Und es hat sich auch ins Grundwasser irgendwie gearbeitet. Und da sind Haustiere gestorben. Die Leute haben auch irgendwie... Hier, für dein Haustier gibt es $50. Das muss reichen. Das ist schon heftig, ne? Das ist schon echt heftig. Vergiftete Wahrheit ist auch ein ganz guter Film, den ihr euch mal angucken könnt. Ich glaube, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Hat mir sehr gut gefallen. Ist jetzt zwar kein Dokumentationsfilm oder sowas, aber er greift es schon ganz gut auf, wie es ist. Echt? Wie es ist. Beim Training hieß es, das wurde hier vor Jahren versiegelt. Sicherheitsgründe. Zutritt absolut verboten. Ah, und wir gehen trotzdem rein. Aber wenn Joe da drin ist, dann muss ich dahin. Ah, wir gehen rein. Wie ist Joe aber da reingekommen, wenn es hier zu ist? Und versiegelt mit Schlodder. Also ja, vergiftete Wahrheit. Filmtipp von mir. Schau dir das an. Lecks. Überall Lecks. Als würde das Wasser hin... Gut. Brechen wir die Regeln. Soll die Schweine mich doch feuern. Okay, wir gehen rein. Mit dem Hulk für die jungen Leute. Der Hulk spielt mit, liebe Kinder, vom MCU, der Hulk. Verlassen? Sind die einfach abgehauen? Anscheinend. Der schwächste Hulk. Eric Banners Hulk. War tausendmal geiler, ne? Okay, wo willst du mich haben, Spiel? Ist irgendwas durchgebrochen? Aha. Vielleicht muss ich mein Schiff hier parken. Dann kann ich irgendwas wegschlonzen. Oder kann ich hier einfach durch? Ah. Dieser Ort ist anders als die anderen. Der war nicht nur verlassen. Er war versiegelt. Was wollten sie hier verstecken? Ich glaube, vielleicht haben sie irgendeinen riesigen, gigantischen Meerall gefunden. Wer weiß das schon? Okay, wie kommen wir hier durch? Für Vorschläge bin ich offen. Dagegen ballern ist, glaube ich, keine Idee. Was ist das hier drüben? So eine finstere Suppe. Moment, hier an der Seite geht's durch. Boah, steuer mal hier dran. Ist leider nicht so easy. Was ist das da oben? Irgendwas zum Drücken vielleicht? Wir schauen nach. Ja, ist ein Hebel. Das MCU ist mir immer klar geworden, wie viele sehr gute Schauspieler quasi gelockt waren in ihrer schauspielerischen Tätigkeit, weil sie eben an das MCU gebunden waren. Auch Chris Evans hat davor ein paar echt coole Filme gemacht, wie London oder, wie hieß es, wo er so einen heroinsüchtigen Anwalt gespielt hat. Ich komme mir vor wie in einem Zoo oder in einem Gefängnis. Puncture oder irgend sowas. Da geht's um die Erfindung. Was hat Joe hierher vertrieben? Da geht's um die Erfindung und Einführung der Sicherheitsnadel bei Spritzen im medizinischen Gebrauch. Damit zum Beispiel, wenn jetzt ein Junkie eingeliefert wird, dass der jetzt nicht, wenn er sich losreißt. Warte mal, das habe ich jetzt weggeätzt.
und die Spritze greift, damit jemanden verletzen kann und Infektionen halt damit übertragen kann. Die Spritze zieht sich nach Verwenden automatisch ein. Also die Nadel zieht sich ein. Und darum ging es halt. Es war ein wirklich sehr, sehr interessanter Film. Auch sehr gut gespielt. Okay, hier ist ja Finsternis ohne Ende. Okay, das konnte man wegschmelzen, aber hier war jetzt nur Kohle. Ja, ein Batzen Kohle. Mehr aber nicht. Finde Joe. Vielleicht geht's ja auch hier gar nicht weiter, sondern wir müssen auf die andere Seite rüber. Wow. Au. Ich bin, glaube ich, von hier rausgekommen, ne? Ja, das war die Schleuse. Okay, hier geht's weiter. Sieht schon mal besser aus. Hier ist nochmal Schmodd, aber brauchen wir nicht. Kann man hier rein? Nee, ich glaube nicht. Oben drüber. Ist das hier wieder eine Schleuse? Okay, hier ist Ende. Wie gigantisch ist diese Anlage? Also vielleicht doch hier bei dem zertrümmerten Rohr. Langsam. Oh, ey, die Steuerung. Ich will das halt nicht kaputt machen. Ja, hier kann man sich durchwamsen. Nichts passiert. Fahr einfach weiter. Tja, Stan ist ein sehr, sehr mutiger Mann. Das muss man ihm lassen. Hier läuft sogar noch ein Ventilator. Das müsste ja bedeuten, dass da Strom irgendwo sein muss. Und wie zum Geier ist Joe bitte hier drin gelandet? Oh, komm schon. Oh, komm schon. Warte. Oh, wow, 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 wow. Nee, ist nur der Schatten. Was ist das hier? Da komme ich nicht durch, oder? Das Ding dreht sich. Verdammt schnell. Hier geht's nochmal irgendwo hin. Aber hier geht's auch noch irgendwo hin. Hier geht's auch runter. Oh Gott, so viele Wege. Und ich crash überall dagegen. Hey! What? So, jetzt. Oh, ich sehe aber auch nichts, weil ich die ganze Zeit hier Trümmer in der Fresse hängen habe. Okay, jetzt werden die auf einmal richtig stabil. Drehen, drehen, drehen. Danke. Ich habe immer noch ein Reparaturkit, also wir können es wieder gerade bügeln im Notfall. Ende. Ich komme da nie wieder raus. Also wenn jetzt einer sagt, ja, und jetzt den ganzen Weg wieder zurück, ey, pff. Labyrinth aus Rohren. Bitte lass mich hier endlich raus. Ein Albtraum. Wo bin ich jetzt?
Ja, ich weiß, aber... Ah, oh, aber ich muss da auch mit dem Boot durch... Ich kann das Ding nicht mehr richtig steuern. Okay, okay, ich habe keine andere Wahl. Alter, es ist echt... Warte, warte, jetzt hier schwimmen Trümmer rum. Ich habe komplett die Orientierung hier unten drin verloren. Hab ich die Trümmer ausgelöst, oder? Also waren die schon da, oder... Bin ich irgendwann durchgebrettert? Ich kann es nicht sagen. Ich kann es absolut nicht sagen. Nein, hier war ich schon irgendwann irgendwie mal. Das kommt mir vertraut vor, aber hier sieht auch alles gleich aus. Okay, ich gehe jetzt hier runter. Oh, ich gehe nicht hier runter. Ich gehe nicht... Hier geht's nicht runter. Hier geht's eindeutig nicht runter. Hier auch nicht. Wo zum Geier muss ich hin? Ich stehe ganz kurz vorm Wahnsinn hier drin. Das gibt einem auch ein echt unangenehmes Gefühl, hier rumzuschwimmen. Ich werde auf keinen Fall da rausgehen. Oh. Kluge Entscheidung, Stan. Du bist in einem Albtraum gelandet. Kannst hier halt super schlecht drin steuern. Hier ist zu. Also er will auch nicht aussteigen. Das heißt, ich muss definitiv mit dem Schiff weiter. Oh, hier habe ich irgendwann mich durchgewämst. Da habe ich mich auch durchgewämst. Hier ist zu und hier ist wahrscheinlich auch zu. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Bin ich wieder in diesem Tunnel drin. Hat wenigstens eine markante Struktur, die man sich merken kann. Aber wo habe ich die Abfahrt übersehen? Oh Gott, dieses Fahren. Über mir, unter mir. Propeller. Ebenso. Also wo zum Geier soll ich da hin? War da noch eine Abzweigung? Naja, die ist zu. Ganz kurz hatte ich Hoffnung, dass ich da irgendeine Abzweigung übersehen habe. Hier. Da ist noch was. Bitte. Also wer auch immer das jetzt programmiert hat, das ist nicht so angenehm zu spielen. Oh, geschafft. Meine Güte. Was haben die hier unten gemacht? Scheiße. Was zum Teufel ist das? Los. Was soll ich jetzt machen? Die scheinen mich nicht zu verfolgen, oder? Fährt auf kein... Wow! Nein! Ah! Geh! Oh, weg von mir! Du schaffst mich nicht. Du musst da unten rein, oder? Ich muss mich befreien. Runter! Von mir! So, tiefer. Geh da rein! Oh Gott, wie tief geht das runter? Was ist jetzt los? Ich habe eine andere Perspektive. Steuere ich überhaupt noch? Ich steuere noch. Die Perspektive ist
Oh, das war ich. Oh, ich dachte schon, das wäre jetzt so vorgegeben vom Spiel. Ich bin irgendwie auf den Knopf gekommen. Weil ich mich jetzt gar nicht zurechtgefunden, du. Ich werde auf keinen Fall da rausgehen. Ist das die Antwort der Natur? Und hier unten ist Joe. Nie im Leben. Nie im Leben ist hier Joe. Hier drüben. Komm schon. Verdammt. Nein. Geh weg. Komm schon. Komm schon, komm schon. Oh, hört das denn nie auf? Nee, es hört irgendwie nie auf. Es geht immer weiter und tiefer und weiter und tiefer. Ich muss jetzt gleich mal tanken. Yikes. Oh, Bams. Ist es... Hab ich... Es ist... weg. Ich... Ja. Wir haben es geschafft. Die Frage ist nur, wie lang ist es weg? Was war das? Dieses Ding... muss hier raus. Das Signal von Joe? Nicht? Oh, hab ihn. Fast geschafft. Gleich da. 222 Meter. Ey, das ist... Als würde ich aber auch wirklich absichtlich dagegen fliegen. Okay, warte, hier muss ich durch. Ja, wir reparieren. Alles wieder gut. Kommen wir hier durch? Oh mein Gott, du steigst doch aus. Aber was war das für ein komisches Ding? Sah aus, als hätten sie da irgendwas eingesperrt. Sah nicht aus wie ein Generator oder sowas. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Das war's. Er ist tot. Oh nein. Joe. Mein Freund. Oh Mist. Komm schon. So eine kleine Hoffnung, dass er irgendwie gleich aufspringt. Gartenmöbel. Das sind doch unsere Gartenmöbel. Ich erinnere mich. Es gab Musik und Luftballons. Sie wäre fast gefallen. Henry schubste sie zu fest.
Und sie kippte nach vorne wie so ein... wie so ein Wackelhund. Es war Lumière. Aber wir wussten nicht, ob sie ihn mögen würde. Wir waren etwas besorgt. Kindergeburtstag, huh? Da ist die kleine Pearl. Es tut mir leid, dass ich zu spät komme, Liebes. Ich wurde aufgehalten von... Ich musste... Daddy, Roger war böse zu mir. Beschimpft? Er sagte, ich sei ein Trottel. Roger hat das gesagt? Ja. Naja, dann werde ich wohl mal mit Roger sprechen. Aber schau mal, ich habe dir was mitgebracht. Ein Geschenk? Ja, ein Geschenk. Was ist es? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Schatz. Das ist Lumière. Lumière, das ist Pearl. Ich möchte, dass ihr beide gut aufeinander aufpasst. Okay? Das verspreche ich. Danke, Daddy. Es tut mir so leid. Mach's gut, Joe. Es tut mir leid. Alpha-Site, so heißt also das Ganze hier. Der arme Joe. Keine Ahnung, wie er da gelandet ist, aber... Und jetzt den ganzen Weg wieder zurückschwimmen. Pure Folter. Ah ne, hier gibt's einen Ausgang. Dankeschön. What? Jetzt aber. Warte. Ja, da ist der... Der Propeller im Weg. Na komm schon. Ich will nach Hause. Da lang. Ich muss hier raus. Amen, Bruder. Ich will auch nur noch hier raus. Dieses beklemmende Gefühl, diese Panik und die Steuerung und so alles, das macht dich richtig... Ja. Man fühlt sich richtig unwohl hier unten. Richtig, richtig unwohl. Welche Mission? Bereiche reinigen, 2 von 10. Wo sollen die denn sein? Hätte immer noch ganz gerne diese geologischen Daten, die ich schon ewig suche. Ja, es war mal wieder sehr, sehr bitter. Öl ist auf Vernichtung gebaut. Das bringt den Tod. Ein Teufelskreis. Ah, dieser Scheißladen. Ah, Öl ist auf Vernichtung gebaut. Das ist leider wahr. Und ja, es bringt den Tod. Kann man denn hier irgendwo rein? Es muss irgendwo einen Eingang geben, aber man sieht mal wieder nichts. Ist hier ein Eingang? Ich glaube sogar ja. Gut, dann schwimme ich da mal rein. Ob wir da aber dann rankommen, kann ich nicht sagen.
Sonst noch ein paar Geoden? Brauchen wir Geoden noch? Es bringt nichts Gutes, sich in eine unerforschte Höhle zu begeben. Die ist schon erforscht, denn immerhin heißt sie Jean-Pauls Schlund. Plastik. Jetzt bin ich im Bereich. Boah, wir müssen aber ganz schön tief runter. Mal Plastik. Seismische Drucksonde, wir haben sie gefunden. Das sollte alles sein. Weiter geht's. So, Mission abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt hier raus. Sonst ist nichts mehr. Geoden brauche ich eigentlich auch nicht. Wir haben so viel von allem. Ich finde es krass, wie gut wir mittlerweile mit dem Sauerstoff zurechtkommen. Was ist überhaupt der Weg hier raus? Das ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Bauernleitung. Nimm mit. Wie kommt ihr hierher? Naja, eine Platine. Praktisch. Hier gibt es doch jede Menge alles. So, nee, ich muss irgendwo hier seitlich ab zu meinem Schiff. Warte, hier sind wir runtergegangen und dann muss es hier an der Seite irgendwo hochgehen. Ja, 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 das ist gut. Genau. Genau. Ah, eine Geode. Definitiv Crafting-Potenzial. Definitives Crafting-Potenzial. Amen, Stan. Amen. Gut, hätten wir. So, auf zur Homebase 1. Die ist dann hierhin, oder? Ja. Da drüben. Ja, das mit genug. Joe ist eine miese Nummer. Genug für heute. Erstmal Feierabend. Das war jetzt eine Menge, was hier passiert ist. Das war eine Menge, ja. Sollte Emma anrufen. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!